Linkaufbau. Vier Dinge, woran Google Manipulation erkennt. Ja, zunächst einmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute hier bist und dir hier im Mega-Magazin dir dieses Video bzw. dir diesen Vortrag ansiehst. Ich hoffe auch, dass du dir bereits den dazugehörigen Artikel durchgelesen hast. Mein Name ist Gisela Kunkel und ich werde dich heute durch dieses spannende Thema begleiten. Ja, was besprechen wir heute? Worum geht es heute? Naja, wie der Titel im Grunde auch schon verrät, möchte ich dir heute zeigen, woran Google beim Linkaufbau Manipulation erkennt und was du tun kannst, um bei Google nicht auf dem Radar zu landen bzw. von Google nicht ertappt zu werden. Was ich dir hier heute erzähle, basiert auf meinen persönlichen Erfahrungen. Der Vortrag soll dich für das Thema Linkaufbau sensibilisieren und dir zeigen, wie du beim Backlinkaufbau richtig vorgehst. Ja, für wen eignet sich der Vortrag hier im Rahmen des Mega-Magazins? Ich möchte den Vortrag vorrangig an all jene richten, die bei der SEO noch ganz am Anfang stehen und die das Risiko einer Abstrafung minimieren möchten. Der Vortrag richtet sich nicht an diejenigen, die bereits Profi auf dem Gebiet sind, sowie SEO als auch Linkaufbau und wissen, was zu tun ist. Der Vortrag richtet sich tatsächlich wirklich an die Anfänger, an die Laien. Gut, so kommen wir hier auch schon gleich zum ersten Tipp, und zwar dem unnatürlichen Artikel. Vielleicht denkst du jetzt, naja, also im Grunde genommen kann man da ja gar nicht viel falsch machen. Mag vielleicht sein, aber ich möchte dich dennoch ja an die wichtigsten Punkte hier in diesem Vortrag erinnern, worauf du eben achten solltest, dass dein Artikel möglichst natürlich ja aufbereitet ist. Und zwar halte dich fern von werblich geschriebenen Artikeln, schreibe deinen Artikel möglichst redaktionell bzw. journalistisch, stelle keinen Produktnamen in die Headline oder auch deinen eigenen Namen, falls du den promoten magst, und sehe davon ab, diesen häufig zu erwähnen im Artikel selbst, was übrigens auch für den Produktnamen gilt. Des Weiteren ja, empfehle ich dir wirklich, dich auf ja, vernünftige und auch unauffällige Linkziele oder Anker zu konzentrieren. Ein weiterer Punkt, wie du einen natürlichen Artikel gestalten kannst, sind natürlich die Trust-Links und die internen Links. Wir hier bei Impuls Q setzen 2 bis 3 Trust-Links und 1 bis 2 interne Links. Natürlich ist das Ganze nicht in Stein gemeißelt. Jeder Artikel sieht natürlich anders aus. Wichtig ist eben, dass du diesen an die linkgebende Seite, wo du den, von der du den Backlink eben haben magst, diesen Artikel entsprechend anpasst. Ja, heißt also, wenn bei der linkgebenden Seite die Artikel nur einen Trust-Link einbauen und einen internen Link, dass du dies eben bei deinem Artikel genauso tust. Ein weiterer Punkt ist die Wortanzahl. Ja? Also wenn bei der linkgebenden Seite die Wortanzahl sich auf 500 Wörter beläuft, dann macht es recht wenig Sinn, da mit einem 3000 Wörter Artikel um die Ecke zu kommen, sondern halte dich ebenfalls an diese Wortanzahl von der linkgebenden Seite. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Themenrelevanz. Also es macht keinen Sinn, wenn du jetzt eine linkgebende Seite hast, es handelt sich da um Hunde und du schreibst einen Artikel, da geht es dann um Giraffen oder Elefanten. Ja, also wenn es bei der linkgebenden Seite um das Thema Hunde geht, empfehle ich dir auch ein Hunde ähnliches Thema zu wählen. So, der zweite Tipp, vergesse die Faustregeln im Linkbuilding. Naja, vielleicht magst du jetzt denken, okay, was möchte sie mir denn jetzt hiermit sagen? Faustregeln sind doch das Nonplusultra. Wirklich? Naja, also ich verrate dir jetzt hier mal, warum die Faustregeln im Linkbuilding mittlerweile
ja, hinfällig sind. Und zwar ist ja heute alles durch bestimmte SEO-Tools datengetrieben. Ja? Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Do-Follow-No-Follow-Ratio hast, musst du dich nicht unbedingt an die 80-20-Regelung halten, sondern kannst da wirklich mit Hilfe der SEO-Tools das Link-Profil deiner Konkurrenz ganz genau analysieren, bis ins kleinste Detail. Also das heißt dann, wenn du jetzt siehst, dein Konkurrent hat jetzt ein Link-Profil von 70% Do-Follow-Links und 30% No-Follow-Links, kannst du im Grunde genommen hergehen und dich an diesen Werten orientieren und dein Link-Profil ähnlich ausrichten. Ja? Würdest du dich jetzt in dem Fall stur an diese Faustregeln halten, ja, und dein Do-Follow-No-Follow-Ratio weicht da enorm ab von dem deines Konkurrenten oder deiner Konkurrenten, suggeriert das dem Googlebot eindeutig, okay, dass hier irgendwie nicht ganz was stimmt. Ja, und das suggeriert eben ein unnatürliches Link-Profil, wo du dann halt im schlimmsten Fall Gefahr läufst, entdeckt zu werden und möglicherweise dann auch noch eine manuelle Abstrafung zu kassieren. Das möchtest du natürlich nicht. Okay, kommen wir zum dritten Tipp, der Kennzeichnung als Gastartikel. Okay, ich möchte, dass du dir nun Folgendes vorstellst. Du hast jetzt die Möglichkeit, einen Backlink von einer sehr, 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 sehr starken Seite zu bekommen. Ja, die Frage, ob du den Backlink haben magst, stellt sich dir zunächst nicht. Ja, warum auch? Ja, es wäre eine Do-Follow-Verlinkung aus dem Artikel heraus und der Text wäre mit dem Wort Gastartikel gekennzeichnet. Gut, ganz kurz zur Erklärung, warum der Do-Follow-Link so eine hohe Wichtigkeit hat bei den Linkkäufern. Ein Do-Follow-Link wird von Google in der Suche mit einbezogen und die Seite wird dadurch eben besser in den SERPs gerankt. Ja? Doch durch die Kombination mit der Anzeigenkennzeichnung signalisiert das eben Google, dass hier wohl nicht ganz so etwas stimmt, ja? Also dass das nicht so mit rechten Dingen zugeht hier. Und dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis es da zu einer manuellen Abstrafung kommt. Zum Wort Gastartikel oder auch Gastautor, da hat Google mittlerweile eine ganz klare Haltung und die Kennzeichnung als Gastartikel kann in Kombination mit einem Do-Follow-Link eine manuelle Abstrafung zur Folge haben. Ja, also merke dir an dieser Stelle, wenn es sich um einen werblichen Artikel handelt, sollte der auch entsprechend mit einem No-Follow-Attribut ausgestattet sein, statt mit einem Do-Follow-Attribut. Gekaufte Artikel sollten redaktionell geschrieben sein und sich der linkgebenden Seite anpassen. Gut, kommen wir auch schon zum vierten und letzten Tipp, die Änderung von No-Follow auf Do-Follow nach Indexierung. Ja, also du hast jetzt beispielsweise einen Artikel inklusive Backlink und der wird jetzt auf deiner gewünschten linkgebenden Seite veröffentlicht, aber mit einem No-Follow-Link statt mit einem Do-Follow-Link. Ja, weil zum Beispiel das CMS des Publishers automatisch alle externen Links auf No-Follow setzt. So, jetzt ist es so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ist die Seite noch nicht indexiert und gecrawlt, kannst du eine Änderung von No-Follow auf Do-Follow ohne Probleme durchführen. Ja? Wurde die Seite aber allerdings schon gescannt, also befindet sich der Artikel bereits im Index, kann eine nachträgliche Änderung mehr Schaden anrichten und im schlimmsten Fall zu einer Abstrafung führen. Ja? Woran erkennst du jetzt also, wann eine Seite tatsächlich gescannt wird? Das ist meistens abhängig von der Größe und der Stärke der Seite. Also, was rate ich dir jetzt zu tun? Sollte sich der Artikel noch nicht im Index befinden, dann rate ich dir wirklich ganz, ganz fix, das zu ändern, weil da bis dahin ist das ja noch alles problemlos möglich.
So, aber jetzt wirst du dich vielleicht fragen, okay, aber wenn der Artikel bereits indexiert ist, also was macht man dann? Ja, ist das dann überhaupt noch möglich? Ist eine nachträgliche Änderung, ja, wie ist das dann überhaupt noch möglich oder was kann man da tun? Ja, also was du in dem Fall tun kannst, ist, dass du eben ein bisschen mehr abänderst. Ja? Also dass du beispielsweise einen Absatz hinzufügst und dann ist so eine Änderung von NoFollow auf DoFollow in Ordnung, weil es einfach für Google dann natürlicher erscheint. Um zu prüfen, ob der Artikel bereits im Index ist, kannst du einfach tun, indem du die URL in den Google-Suchschlitz einfach eingibst. Und wenn dann kein Ergebnis kommt, dann weißt du, ah, okay, die Seite befindet sich nicht noch im Index, also könntest du theoretisch die Änderung von NoFollow auf DoFollow fix durchführen. Erscheint allerdings ein Ergebnis, sobald du die URL eingegeben hast im Google-Suchschlitz, wurde der Artikel bereits indexiert und was dann zu machen ist, das habe ich ja eben schon erläutert. Okay, kommen wir zum Fazit. Also, künstlicher Linkaufbau kann langfristig betrieben werden. Es ist dennoch wichtig, dass du dich eben an bestimmte Dinge hältst und Google keinen Grund zur Manipulation lieferst, ja? Also fassen wir noch einmal zusammen. Was ist wichtig? Gestalte deinen Artikel so natürlich wie möglich. Also, er sollte nicht werblich geschrieben sein, sondern redaktionell. Baue Trust-Links ein, baue interne Links ein. Passe den Artikel der linkgebenden Seite an, stelle Themenrelevanz her. Dann zweitens, vergleiche dein Linkprofil mit dem Linkprofil deiner Konkurrenz, ja, mit Hilfe von bestimmten SEO-Tools und gleiche gegebenenfalls dein Linkprofil der Konkurrenz an. Aber, und das ist wichtig, baue dein Linkprofil nicht nach, eins zu eins. Ja, dann der dritte Punkt, wenn ein Artikel gekennzeichnet ist, dann immer mit einem NoFollow-Attribut versehen und das DoFollow-Attribut ist in Ordnung, wenn der Artikel nicht gekennzeichnet ist. Genau. Dann der vierte Punkt, wenn ein Artikel mit einem NoFollow statt mit einem DoFollow-Attribut veröffentlicht wurde, kann es noch ohne Probleme geändert werden, wenn die Seite sich noch nicht im Index befindet. Ist es allerdings der Fall, dann ändere einfach ein bisschen mehr ab, wie zum Beispiel füge einen Absatz hinzu und dann wirkt das für Google natürlicher und dann brauchst du im Grunde genommen da auch nichts zu befürchten. Okay, ja, das war es. Das war die Präsentation, das war der Vortrag. Ich freue mich, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Und dass du hier auf dem Mega-Magazin bist, dass du mir dir dein Vertrauen geschenkt hast. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich dir mit diesen Tipps helfen konnte. Mein Name ist Jessina Kunkel und wenn du Hilfe brauchst zum Linkaufbau, schreibe uns eine E-Mail an willkommen@impulsq.de. Wir helfen dir in jedem Fall und unterstützen dich, wo wir können. Das machen wir sehr, sehr gerne. Ja, ich verbleibe mit besten Grüßen und bis dann.